dem V6 mit 240 PS und 500 Newton. Wie viel PS hat der noch nach 12 Jahren und knapp 240.000? Wow! Was machen wir jetzt? Das Ding tun oder was? Ja. Da bin ich mal gespannt. Hoschgelde ist bei Kfz40. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ich bin bei Soul Tuning. Bei mit dir, bester Mann. Wir haben den Audi TDI Quadro gemessen und haben 241 PS und 501 Newton. Wahnsinn. 502 fast. So. Ja, stärker. Also Originalzustand haben wir ja geguckt, wir haben es ausgelesen. Wir wollen Software optimieren. Warum sollte man Software optimieren? Das kann mehrere Gründe haben. Ich würde mal sagen, der häufigste Grund für so ein Fahrzeug ist jetzt einfach, wenn man einfach Spaß daran hat. Ich würde mal behaupten, wenn einem das egal ist, wie schnell das Auto ist, dann wird man sich wahrscheinlich eher eine kleinere Motorisierung kaufen. Oder es vielleicht sogar braucht. Anhängerbetrieb oder irgend sowas. Ja. Also da haben wir zum Beispiel manchmal welche, die kaufen sich wirklich echt eigentlich fast die kleinste Motorisierung, die es gibt. Und dann stellen die fest, ja, das Auto ist gut, will das behalten, aber wir wollen jetzt auch einen Wohnwagen ziehen. Ich will ja Software optimieren. So klar, Drehmoment, PS möchte ich haben. Bitte auch weniger verbrauchen. Das ist bei normaler Fahrweise. Was ist das denn? Oh mein Gott. Und hab auch diesen Druck, ja. Oh. Ja. Wahnsinn. Ich bin noch nicht warm geworden. Weißt du, wie viel PS wir haben? Nein, weiß ich nicht. Also ich meine, wir steigern das Drehmoment und wir steigern die Leistung und er soll am Ende weniger verbrauchen. Das ist ja erstmal schon irgendwie so ein bisschen Widerspruch in sich. Aber wenn man sich das Ganze ein bisschen genauer anguckt, ich werde es jetzt versuchen, verständlich zu erklären, dann wird es vielleicht logischer, ja? Also nehmt euch jetzt Popcorn und was zu trinken. Das kann jetzt ein bisschen dauern. Ich versuche mich kurz zu halten. Also wir sehen jetzt hier im Prinzip, das ist die Drehmomentkurve, ne? Hier ist die Drehzahl. Und das ist im Prinzip die Kraft, die der Motor erstmal so entwickelt. Mhm. So, und jetzt siehst du ja, der hat jetzt untenrum schon relativ viel Drehmoment. Ne? Aber wenn du jetzt einen Berg hochfährst, und ich meine, der ist jetzt schon nicht schlapp, da fällt das, was ich jetzt erkläre, nicht so sehr ins Gewicht. Aber stell dir vor, du hast einen Anhänger noch dahinter und du würdest jetzt im sechsten Gang den Berg schon nicht mehr schaffen, weil er einfach zu wenig Kraft. Du drehst so etwa 2.500 Umdrehungen, so in dem normaler Drehzahlbereich, dem Motor geht die Kraft aus. So, dann musst du runterschalten, du hast mehr Drehzahl, dann bist du irgendwo, sag ich mal, bei 3000 Umdrehungen, aber du schaffst es trotz alledem, die Geschwindigkeit zu halten. Kein Problem. So, aber du hast mehr Drehzahl, wenn du so einen Motor mit Hand mal durchdrehst, das kostet ja Kraft. Und das ist ein Verlust einfach von dem Motor. Und wenn ich jetzt die Drehzahl klein halten kann und kann die gleiche Kraft produzieren, ohne runterschalten zu müssen, dann habe ich ja allein, dadurch, dass ich Drehzahl eingespart habe, schon im Prinzip ja, ein bisschen Verlust eingespart. Hm. Das ist natürlich nicht das ganze Geheimnis, aber das ist ein Punkt, den man vielleicht noch relativ einfach nachvollziehen kann, weshalb der Kraftstoff spart. Der zweite wesentliche Punkt ist der Einspritzzeitpunkt. Das versuche ich immer so zu erklären. Fahrrad gefahren sind die meisten schon mal oder wahrscheinlich nahezu alle. Und beim Fahrradfahren ist es ja so, wenn ich also trampel, ich trete in das Pedal bei einem Punkt, ich sag mal so, in einem bestimmten Winkel, wo man dann die meiste Kraft, die man auf das Pedal gibt, im Prinzip auf die Kurbel geben kann, sodass ich mich fortbewege. Hm. Wenn ich jetzt das Pedal trete, wenn es schon ganz unten ist, relativ wenig meiner Kraft wird in Bewegung umgewandelt. Hm. Trete ich jetzt viel zu früh da rein, also wo das Pedal jetzt, sage ich mal, am oberen Punkt ist, oder wie man beim Motor sagen würde, oberer Todpunkt, und trete da voll rein, wird halt auch nichts passieren. Mein Knie tut weh, aber es wird nicht viel passieren. Worauf ich hinaus will, es gibt einen Punkt, wo ich in das Pedal trete, wo ich einen sehr hohen Wirkungsgrad habe, also wo ich viel meiner Kraft in Bewegung umwandeln kann. Und es gibt einen Punkt, also je später ich da reintrete, desto kleiner ist einfach der Wirkungsgrad. Den kann ich so ein bisschen weiter vorverlagern, also dass ich mehr meiner Energie umwandeln kann. Die Kurbel schon fast, oder das Pedal fast ganz unten ist da rein. Da kommt ja nicht mehr viel bei rum, da kannst du kaum fahren. Also ist das natürlich übertrieben dargestellt. So. Funktioniert, also man kann diesen Einspruch oder den Verbrennungsdruck selber damit einfach beeinflussen. Ich sag mal, das ist zumindest für mein Verständnis eher ein positiver Nebeneffekt zu der eigentlichen Leistungssteigerung, wo man sich dann darüber freuen kann, okay, er verbraucht jetzt vielleicht ein bisschen weniger. Ja. Bei richtig großen, schweren Autos, so Q7, X5, all sowas, da macht sich das noch deutlich stärker bemerkbar, ja, weil die einfach richtig schwer sind, diese Autos. Ne? Da kann man teilweise sogar, ich sag mal, 2, 2,5 Liter, 3 Liter habe ich schon gehört, ich kann immer nur so ein bisschen das wiedergeben, was die Kunden einem sagen. Bei so einem Auto, ich sag mal, was verbraucht er jetzt ungefähr?
Also ich kann dir jetzt nicht sagen, was er Durchschnitt. Ich habe den zu wenig gefahren. Ja. Aber wahrscheinlich so 8, 9 Liter soll er durchschnittlich verbrauchen. Ne? Er wird danach jetzt nicht 5 verbrauchen. Nein, das ist Quatsch, aber muss realistisch bleiben, klar. Genau, muss realistisch bleiben. Ich sag mal, so ein halber Liter bis Liter würde ich als realistisch ansehen, ja. Aber je nach Fahrweise halt. Ne? Also wir haben hier ein Auto, das 240.000 gelaufen ist. Wo würdest du sagen, hier lohnt sich das und hier lohnt sich das nicht? Also würdest du sagen, Laufleistung ist eigentlich egal? Er muss aber vernünftig laufen. Da muss ich auch mal so ganz kurz aus dem Nähkästchen plaudern. Die Laufleistung selber spielt weniger eine Rolle. Jetzt stell dir vor, diese 240.000 Kilometer wären wirklich nur Kurzstrecke gewesen. Also was weiß ich, 5 Kilometer hin, 5 Kilometer zurück, ist kaum was in den Jahren zusammengekommen. Zustand wäre wahrscheinlich nach vielen Jahren nicht so geil. Und hätte aber auch 50.000 gelaufen. Ja, genau. Die besten Autos, oder jetzt zum Beispiel beim 18T, ne, die in Serie die höchste Leistung abgegeben haben, das war tatsächlich ein Auto, was fast 400.000 Kilometer, also in Serie. Serie. Wahnsinn. 18T, bester Motor. Mit einer der höchsten Leistungen, die in Serie gemessen wurden. Und wenn so ein Auto so viel gelaufen hat, dann ist es häufig auch so, dass es viel Liebe erfahren hat und manchmal auch im viel besseren Zustand ist als ein Auto, was vielleicht nur 150.000 oder 200.000 gelaufen hat, aber vielleicht nicht so viel Liebe bekommen hat. Der hat die gleiche Bremsanlage wie der 272 PS. Ja, die sieht auch relativ groß aus. Ja. 343er Durchmesser vorne und 330 Durchmesser innen belüftet hinten. Ganz, ganz wichtiger Punkt jetzt noch. Wie sieht es mit Garantie aus, wenn du jetzt Software optimieren machst? Garantie ist grundsätzlich möglich. Jetzt muss ich gerade lachen, weil diese Frage wird am häufigsten tatsächlich von Leuten gestellt, die ein Auto haben, was schon älter ist und sehr viel gelaufen hat. Ja, jetzt kommst du mit 240.000 gelaufen. Wo würdest du hier für dieses Auto noch Garantie bekommen? Nein, ich bin realistisch, klar. Also bei mir gibt es nur keine Garantie. Und wenn man dann einen ehrlichen oder vielleicht auch erfahrenen Tuner hat, weil es bringt ja nichts, wenn er ehrlich ist, aber keine Erfahrung damit hat. Und es gibt also auch Motoren, die in Serie ja schon Probleme machen. Weißt du ja selber, die dann, was weiß ich, schon mit 100.000 Kilometern Schwierigkeiten haben. Oder damals die 2 Liter 16 V Diesel, wo die Köpfe gerissen sind oder so. Das sind so Autos, wo wir die Finger von lassen. Außer ich merke, es ist ein Kunde, okay, der kennt sich damit aus, der kennt die Problematik. Ja. Und das ist jetzt keiner, wo ich im Nachhinein Probleme bekommen werde. Weil man kann sich vorstellen, wenn wir an die Autos gehen und die machen in Serie schon Probleme. Und dieses Problem, was in Serie existiert, tritt irgendwann bei ihm auch auf. Ja. Kannst du dreimal raten, auf was er das zurückführen wird. Natürlich auch das Tuning. Es gibt ja sehr, sehr viele Werkstätte, die setzen sich nicht auseinander, wie ich das tue. Ich liebe ja Tuning, das ist ja mein Hobby. Aber es gibt echt Leute oder Werkstätte, die sind sehr, sehr gut, ne, was die machen. Aber dann sagen die, boah, das Auto wurde gechippt, ich sag mal 50 PS mehr, ja, 200 Newton mehr. Dann sagen die, oh mein Gott, warum macht ihr das und so? Das sind aber die Leute, die setzen sich damit nicht auseinander. Und das ist dann noch gleichzeitig so, egal was an diesem Fahrzeug dann kaputt ist. Sobald die wissen, das Ding ist getuned, dann liegt es daran. Ja. Egal was da dran ist, die gucken dann nicht mal mehr. Genau. Also wie oft wir das schon erlebt haben, ja, dass wir einfach sagen, das liegt daran. Und das Auto lief aber dann jahrelang ohne Probleme und plötzlich gibt es ein Problem und es liegt an der Leistungsstelle. Ja, und ich habe mich mit Diesel-Chip-Tuning lange auseinandergesetzt. Und ich habe es auch selber, du weißt das, ich habe es auch selber praktiziert, jahrelang, aber echt nur für mich. Also es waren so in der Familie, habe ich das damals gemacht, ich habe es aber nie angeboten. Ich habe viel gelernt dadurch, weil ich finde, wie du es schon am Anfang gesagt hast, also Chip-Tuning, also Tuning und Kfz, das sind zwei andere Welten. So, aber wir schleifen wieder ein bisschen ab. Ich wollte noch eine Sache wegen der Garantie beantworten, weil ich denke, das interessiert auch viele. Also damit man auch so ein bisschen ein Verständnis dafür hat. Ja? Also wenn ich eine Garantie geben könnte, dann würde ich es natürlich auch tun für so ein Auto. Aber wenn man sich jetzt mal überlegt, man hat selber so ein Auto, es hat 240.000 gelaufen. Also das Ding ist komplett Serie. Wer kann einem in Serie garantieren, dass das Teil morgen noch fährt? Nein, kann keiner. Also die Wahrscheinlichkeit ist natürlich hoch, aber garantieren kann es an keiner, und würde auch niemand tun. Wir fassen nichts an, wir lassen alles Serie, kannst du hier vom Hof fahren und irgendwas geht kaputt. Es ist halt einfach so. Und wenn man dafür kein Verständnis hat, dann macht es wahrscheinlich auch wenig Sinn, da überhaupt eine Leistungssteigerung machen zu lassen, weil dann wird man am Ende eh alles darauf zurückführen. Ja. Genau. Also bitte, wenn wir jetzt Leistungssteigerungen machen und ich fahre jetzt bis nach Hause und meine Gelenke sind alle kaputt, plus die Bremsen sind runter, dann bist du schuld. Ich mache Handy aus. Nein, weiß Bescheid. Ich mache Handy aus. Die sind ja schon bei mir kaputt, deswegen. Es gibt Garantien und wir können auch Garantie anbieten, aber das sind dann in aller Regel Fahrzeuge, die auch noch Werksgarantie haben, also die garantiefähig sind. Das sind in der Regel Fahrzeuge bis ungefähr 5 Jahre und 100.000 Kilometer. Ja. Die sind garantiefähig und da kann man dann auch tatsächlich garantieren, das läuft auch, was weiß ich. Weißt du, also man kann es wirklich garantieren, wenn was kaputt geht, dann bezahlt er diese Versicherung. Ja. Habe bisher zum Glück noch nie gebraucht, das zeigt auch so ein bisschen,
Ja, dass man so ein ganz gutes Gefühl dafür hatte, was man vielleicht besser macht und was man lieber lässt. Was ich bei Mitty auch sehr, sehr schätze, ist, weißt du, wie wir uns kennengelernt haben, das war ja damals... Das war auch genau so eine Aktion, ne? Genau, ich wollte ja, er hat ja den Lupo, den 400 PS Lupo hat der ja gemacht. Ich hatte Motorschaden, habe den Motor fertig gemacht und dann habe ich gesagt, ey, Mitty, mach mir einfach Software drauf. Und weißt du, was er gesagt hat? Nee, mach ich nicht. Bevor du den Motor nicht verstärkst und das und dies und jenes machst, mache ich das. Ich habe gesagt, ey, ich nehme das auf meine Kappe, ich will nur nicht Software. Er hat gesagt, mache ich nicht. Es hätte funktioniert, das ist ja auch nicht billig, ne? Und, aber trotzdem, du hast nicht ans Geld gedacht, du hast gesagt, nein, das mache ich nicht, weil es könnte kaputt gehen. Also du denkst nicht an Geld, wie es viele da draußen tun. Und das finde ich echt gut bei dir. Und deswegen, du guckst dir an, du machst vielleicht eine Eingangsmessung und sagst, ey, anstatt 240 PS, was wir jetzt gemessen haben, hat er 190 PS, da stimmt was nicht. Ja, genau. Mach den erst fertig und dann komm wieder. So einer bist du. Ja. So, mit dir, wir haben jetzt genug geredet. Also wie läuft das jetzt? Wie läuft eigentlich die Software? Wir können ja mal rübergehen, dann können wir uns mal kurz angucken. Das vielleicht zumindest mal grob durchgehen, was wir dann mal also tatsächlich ändern. Ja, wir haben das ja letztes Mal schon ausgelesen. Dann können wir uns jetzt diese Felder an. Ja. Wie viele Felder gibt es davon? Diese Steuergesetz EDC17 CP14, ich weiß nicht, müsst ihr mal kurz gucken. Ja, fast 60.000. Jetzt müsst ihr euch vorstellen, alle diese Felder werden bearbeitet. Das ist jetzt so das, was hier im Prinzip geändert wurde. Ja, kann man ganz kurz gucken. Ja. Hier, das sind jetzt hier 76 Kennfelder, das ist nicht die Welt, ist aber auch beim Diesel noch relativ warm. Wir können das mal kurz durchgehen. Ja, das ist einmal im Prinzip einmal Drehmomentfreigaben, dann die Drehmomente im Prinzip in Bezug auf Temperaturen und das ist jetzt im Prinzip das Begrenzungsmoment hier, so sieht das dann aus, ja, für bestimmte Höhenmeter. Ne? Also wir haben ja jetzt hier 980 Millibar, ich habe es immer auf der Uhr, 995 Millibar haben wir hier. Einspritzbeginn, womit man den Verbrennungsdruck beeinflussen kann. Ja, das sind also die früher Förderbeginn, ne? Oder hier ist jetzt die Ansteuerung der Düsen. Dann haben wir die Höchstgeschwindigkeit geändert. Was haben wir Höchstgeschwindigkeit? Ja, die ist ein bisschen angehoben. Ja, ich weiß, standardmäßig mache ich mal 300 eigentlich, ja, wenn die... Okay, 300. Ja. Bei Tacho geht man bis zur 100. Ja, ich will doch nicht so schnell fahren. Das nennt man dann als V-Max aufgehoben, weil das ist eine Geschwindigkeit, die er so im Prinzip nicht erreichen kann. Ja. Muss man Automatgetriebe auch anpassen? Oder wie läuft das? Also pauschal kann man das nicht beantworten. Das ist nämlich das perfekte Beispiel dafür eigentlich. Also es gibt viele Autos, wo es tatsächlich, je nachdem muss man halt gucken, viele Getriebe haben dann in Serie schon eine deutlich höhere Drehmomentfreigabe, als tatsächlich von dem Motor produziert wird in Serie. So, dann, wenn du da schon 100 Newtonmeter Differenz hast, dann reicht das in der Regel für eine Leistungssteigerung, ich sag mal so eine normale Stage 1 oder was auch immer, reicht es dann aus. Dann kann es aber trotz alledem durchaus Sinn machen, das Getriebe zu optimieren. Also Schaltpunkte, Schaltzeiten, Zwangshochschalten, all solche Dinge, die da irgendwie dann vielleicht auch eine Rolle spielen. Das ist jetzt für so ein 3 Liter TDI R6 wahrscheinlich eher weniger ein Thema. Aber hier kommt vor allem die Drehmomentfreigabe in Frage. Und zwar ist es bei dem Getriebe so, dass die also im fünften Gang relativ stark das Drehmoment limitiert wurde, ich glaube auf 520 Newtonmeter. Und kurioserweise in den anderen Gängen, also R1 bis 4, glaube ich auf 600 Newtonmeter und im sechsten Gang auf 560 oder 580, also schon höher als im fünften Gang, aber immer noch nicht das volle Drehmoment. Und wenn du jetzt eine normale Leistungssteigerung machst und der hat im fünften Gang jetzt eine Drehmomentfreigabe von 520 Newtonmeter und wir sind jetzt schon bei 500 Newtonmeter angekommen, dann kannst du dir vorstellen, dass da im fünften Gang nicht viel mehr zustande kommen wird. Und dann hast du halt, das werden viele, sehr viele kennen, weil auch viele kennen dieses Problem überhaupt nicht oder wissen gar nicht, wie man es lösen kann. Ja. Es gibt viele, die haben zum Beispiel, es gibt hier im Steuergerät auch Drehmomentfreigaben pro Gang. Also man könnte theoretisch gangabhängig das Drehmoment fahren. Und die sind hier auch tatsächlich im fünften Gang reduziert. Die heben das dann an, aber es funktioniert halt trotzdem nicht. Ja. Ne? Pauschal kann man es nicht sagen. Es kommt aufs Auto an und auf das Getriebe. Ja? Ob das jetzt sinnvoll ist oder nicht. Ja. Und in dem Fall ist es auf jeden Fall sinnvoll. Er macht gerade noch mal eine Software ein bisschen. Das Geile ist ja, der arbeitet von hier. Wie sieht das? Das Ding ist hier angeschlossen und kann die Software direkt draufladen. So, wir machen die Zündung für ihn schon mal an. Wir lassen Mitty in Ruhe, weil Mitty ist da. Ja, ich bin gleich soweit. Ja, mach in Ruhe, mach in Ruhe. Ich gehe was trinken und wir sehen uns gleich, wenn es soweit ist, wenn er die Software drauf macht. Mitty ist schon am draufspielen, die Software. Also wenn ihr Software drauf spielt, Batterie immer unterstützen. Er macht die Software drauf, ich weiß nicht, wie weit wir sind. Wie weit sind wir jetzt mit dir? Ja, wir haben das da zusammengebastelt und wollen das jetzt das erste Mal das Steuergerät jetzt patchen und dann das da reinschreiben. Jetzt wird auch wahrscheinlich vielleicht der Lüfter angehen, ja.
Ja. Glaub, da kommt schon was. Ne? Genau, da hört man schon. Lüfter geht an. Ganz normal, also keine Angst. Warum der Lüfter dann läuft, ist eine Sicherheitsfunktion von dem Lüfter selber. Weil der kriegt ja das Signal vom Motorsteuergerät, wenn er dann anlaufen soll. Und wenn er kein Signal mehr bekommt, weil das Steuergerät ist aktuell mit was anderem beschäftigt, dann kriegt es kein Signal mehr und dann läuft er halt einfach. Ja. Software hast du jetzt bearbeitet. Du machst jetzt die Software drauf und danach? Gucken mal, ob der warm genug ist, dann sollst du ein bisschen warm laufen lassen und dann loggen wir den mal und dann gucken wir, was da so passiert. Da freue ich mich. So, wir sehen uns gleich, wenn es soweit ist. Und wie viel Newton und wie viel PS wir haben. Boah, bin ich gespannt. Machen wir mit Zündung aus und wieder an und eigentlich sollte der Lüfter dann. Ja, Lüfter funktioniert nicht mehr. Aber die haben auch Probleme mit dem Lüfter, ne? Also hier A6. Ja, zum Teil Steuergerät oder so. Steuergerät, auch hier mit der Masseleitung. Gibt es sehr oft Probleme hier. Das gucke ich mir auf jeden Fall an, bevor wir hier eine lange Strecke machen. Aber fürs Erste hat er auf jeden Fall sehr gut funktioniert. Jetzt gucken wir mal, wie viel Temperatur der noch hat. Gucken, vielleicht lassen wir ein bisschen warm laufen noch. Dann werde ich den loggen. Ich habe hier auch für die erstmal ganz normal VCDS. Also damit kann man schon sehr, sehr viele Sachen daraus bekommen. Also Temperaturen, Abgastemperaturen interessieren mich natürlich eine Spritzmenge. Also welche Menge er da in den Brennraum hat. Ladedruck natürlich, ob der ja in seinen Sollladedruck, ob der den schafft. Ne? Ist ja auch eine wichtige Geschichte. Damit wir dann am Ende auch das richtige Lambda erreichen können. Ja, also das sind so die wichtigsten Sachen, die mich jetzt beim Diesel erstmal interessieren. Ja, und wenn mir dabei noch irgendwas auffällt, dann guckt man sich vielleicht auch noch mehr Sachen an, aber das ist jetzt erstmal so das Wichtigste für mich. Ja. Okay. Vor allem Temperatur, ist der Partikelfilter zu oder so, ne, dann würden wir das also auch in der Temperatur, spiegelt sich das halt wieder. Genau. Und die steigt dann halt ungewöhnlich hoch an und dann, wenn das schon so sein sollte, dass man sagt, okay, das kommt mir komisch vor, dann muss man halt gucken, ja, kann man sich auch Differenzdruck oder irgendwas angucken. Ne? Siehst du, und das finde ich auch bei Mitya gut. Das heißt, er macht die Software drauf, kontrolliert noch alles, er wird nochmal ausgelesen, die ganzen Sachen werden angeschaut, das finde ich geil bei Mitya. Ist nicht so einfach Software drauf, nochmal messen, läuft gut, raucht nicht, alles klar, hier, kannst du fahren. Nein, hier wird nochmal alles kontrolliert. Das Auto hat schon Leben durchgemacht. Es kann durchaus irgendwas hier sein, was vielleicht in Serie dann noch gut funktioniert oder zumindest noch total unauffällig ist, aber jetzt mit Leistungssteigerung schon ein Problem macht. Und das müssen wir dann natürlich beobachten oder auch im schlimmsten Fall finden. Wenn wir jetzt einmal warm fahren, gucken, ob alles in Ordnung ist und dann werden wir drücken und dann mal schauen, wie viel PS und wie viel Newton. Also ich bin genauso gespannt wie ihr. Habt ihr das so vor, da ist der jetzt brutaler gekommen. Also der hört sich jetzt brutaler an. Safe so. Safe. 300 PS. Was? Bitte, ich liebe dich. Das war jetzt tatsächlich etwas mehr als erwartet. Wow. 297. Du weißt, dass ich 300 PS liebe. Das wollte ich eigentlich nicht sagen, aber... Ey. Ja, das war ein bisschen mehr als erwartet. Aber Drehmoment. Ganz kurz. Bevor du was sagst, ich sehe schon. 297 PS, das sind einfach mal knapp 50 PS mehr, 130 Newton mehr und das erreichen wir bei 2725 Umdrehungen. Jenny! Ja, das ist jetzt noch nicht perfekt, aber wir sind schon...
Ist ja nicht nur, ich habe ja gerade ein bisschen was gesehen. Also läuft auf jeden Fall gut. Abgastemperatur habe ich jetzt gerade erst gedacht, ich wäre ein bisschen Ticken zu hoch. Und dann dachte ich, ja, vielleicht ist doch irgendwas mit dem Partikelfilter. Dann sehe ich 297 PS, dachte ich mir, kann nichts mit dem Partikelfilter sein, weil sonst würde nicht so viel Leistung dabei rauskommen. Aber wir müssen gucken, dass die Temperatur noch ein bisschen runterkriegen. Ne? Ich mache immer schön gleichfarbig, damit man weiß, was zusammengehört. Für dich ist dann wieder... Geil, Alter. Du machst alles in der gleichen Farbe. Einfach nee, so aber warm. Ich würde sagen, wir können... Achso, wir haben Getriebe haben wir jetzt noch komplett Serie gelassen. Also ich habe jetzt immer noch im vierten Gang gemessen. Ja, wir werden ja. Den später dann auch noch mal im fünften messen. Würde jetzt aktuell nicht gehen, weil dann hätten wir maximal vielleicht 520, 530 Newtonmeter da irgendwie zustande bekommen. Mhm. Ja, und teilweise auch die Welle, die Linie schon wellig, weil der ja. Dann immer wieder in diese Begrenzung reinfährt. Aber ich muss ja auch sagen mit dir, das ist jetzt... Die Messung, die alte Messung, ne? Und das ist die neue Messung. Guck mal, obwohl du eine Software drauf gemacht hast, alles ist gleich geblieben, ne? Ja, Wahnsinn. Identisch ist das, also das sind so kleine, feine Unterschiede, ja. Okay. Hier siehst du ja, die fallen in Serie immer leicht ab. Also das heißt, ja. Du hast die höchste Leistung. Oh ja, ja, stimmt, hier. Genau. Ach, Wahnsinn, du hast und das gleichmäßig. Und hier ist es dann eher, dass das gehalten wird. Und so ist es sogar tatsächlich dazu gekommen, dass man dann bei 3900, also bei den Dieseln oder im Allgemeinen geht man so etwa von 4000 Umdrehungen aus, ja. Dass da das Drehzahlende ist. Ja. Und dann siehst du auch in aller Regel bei den meisten Dieselfahrzeugen, hier ist es jetzt so, sagen wir ab 4200 etwa, da fällt es dann relativ stark ab. Aber hier ist es halt so, dass die 4000 Umdrehungen erreicht sind und es fällt bis dahin leicht ab. Das ist alles im Rahmen und das wird man auch kaum merken oder kaum feststellen können, aber man versucht dann natürlich, sofern das möglich ist und auch irgendwie Sinn macht, das dann bis zum Rätselende zu halten. Ja. Wahnsinn. Also ich bin geil. So, jetzt erzähl, was machen wir jetzt? Jetzt gucken wir erstmal noch, dass wir die Abgastemperatur ein klein bisschen runterkriegen, mal so 30, 40 Grad so. Okay. Du kannst ja im Prinzip so fahren, aber ich hätte gerne, dass es ein bisschen runterkommt und... Dann gucken wir mal, was dann da noch übrig ist. Dann müssen wir das Getriebe noch machen, weil du willst halt im fünften und sechsten Gang auch Bums haben. Ne? Ich bin schon mal happy. Boah, ich freue mich, den hier zu fahren. Hey, mit dir, mach hin. Wir haben keine Zeit. Was ist los mit ja, dir? Das ich will den fahren. Geil, also ey, Chip-Tuning, ich liebe das einfach. Aber kommt darauf an, wer es macht. Sound-Tuning, beste. So, jetzt lassen wir den in Ruhe. Und ich freue mich so lange einen ab. Also ich habe einen TDI mit 300 PS. So nebenbei. Du bist ja da, wir haben das eigentlich alles erledigt. Abgastemperatur geguckt, dann haben wir nochmal ein bisschen das AGR modifiziert. Das Getriebe vor allem gemacht, ja. Das heißt also, wir gucken gleich erstmal, ob der überhaupt läuft, weil wenn du da jetzt so viel änderst, dann kann also, es immer mal sein, dass man irgendwo einen Fehler hat oder was auch immer. Das kommt schneller vor, als man sich das wünscht. Dann würde ich sagen, messen wir einmal noch im vierten Gang als Vergleich und gucken, wie das funktioniert. Dann habe ich nämlich auch einen direkten Referenzwert für die Abgastemperatur und danach gucken wir gleichzeitig nochmal, was der im fünften Gang dann macht. Ja. So nochmal neu synchronisieren, nochmal fünfte Gang messen. Und wenn das alles gut funktioniert, dann würde ich im Normalfall noch eine Probefahrt machen und auf der Straße nochmal genauso gucken, ob das funktioniert. Ich würde sagen, das ersparen wir uns aber heute hier, weil ich glaube, das kannst du genauso gut beurteilen. Und wenn da irgendwas sein sollte, dann kommst du. Probefahrt übernehme ich gerne. Ja, bisher mittlerweile schon Profi. Also ich freue mich auch auf die Probefahrt. Ja, aber ihr seht ja, ne, wie viele Arbeitsschritte ein Chiptuner machen muss. Es ist nicht so einfach gemacht. So, jetzt bin ich mal gespannt, was er sagt. Und vorhin nochmal, Leute. Also ich hatte das Gefühl gehabt, das Ding war einfach extrem nicht lauter, aber stabiler, wie er gekommen ist. So. Wie so ein Biest. Ein 300 PS, nochmal.
So, jetzt haben wir hier eine ganze Menge zum Vergleich auch wieder. Hier ist jetzt eine Messung, die ist so ein klein bisschen, das war jetzt gerade die zweite im fünften Gang, ne? Ja. Lassen wir mal die weg, genau, das sind jetzt die beiden letzten. Theoretisch ist jetzt eigentlich, müsste man sagen, fünfte Gangmessung aussagekräftiger, weil die halt eher an der 1-2-1 Übersetzung dran ist. Vierte Gang ist eigentlich falsch, aber es ist halt schwierig. Muss halt gucken, es geht halt nicht. Ne? Nee, nee, also. Sechster Gang wäre die Geschwindigkeit zu hoch. Nee, also wir nehmen ruhig den fünften Gang. Das ist, schon ist auch die Messung, die jetzt, ich sag mir jetzt mal, mehr Bedeutung hätte. Ne? 300 genau. PS. Wahnsinn. Also das, was man jetzt hier oben sieht, ja, das ist ja. Also absichtlich so. Also da läuft er dann im Prinzip in die Temperaturbegrenzung rein. Also du lässt jetzt im Prinzip, regelt er das dann automatisch wieder runter. Mhm. Ne? Also. Gibt es auch viele, die das dann komplett abschalten, dass der nicht regelt, dann hätte er es auch einfach durchgezogen, ja. Aber es wäre jetzt ein relativ langer Lauf, ja auch im fünften Gang. Ich weiß nicht, wie die Geschwindigkeit da ist, können wir gerade mal gucken. Ja, 225, aber tatsächliche Geschwindigkeit, nicht auf dem Tacho. Auf dem Tacho wäre noch höher, maximal 880 Grad macht er, ne. Also das ist ganz, ganz knapp über der serienmäßigen Temperatur, also von daher kommt man da schon ganz gut klar. Ich bin super zufrieden, aber du selber zufrieden von den Werten? Ich bin auf jeden Fall zufrieden, also er macht das, was er soll. Der eine so, der andere so. Du hast jetzt anscheinend ja einen, ich sag mal, einen guten Vorbesitzer gehabt, ne? Ja. Kann man so sagen. Erste Hand ist auch meistens dann eher seltener, als sie wirklich im katastrophalen Zustand sind. Da hast du auf jeden Fall einen guten Kauf gemacht und das spiegelt sich dann im Ergebnis wieder. Also, ne? Ey, ich muss sagen, ich bin super happy. Du weißt mit dir. Guck mal, das fällt mir gerade 299,47 PS, jetzt sind 300 voll. Ja, wir könnten jetzt wahrscheinlich noch ein bisschen abkühlen lassen und zweimal messen oder so. Nee, haben wahrscheinlich die 300 dabei, aber ich denke mal. Also, auch. Es ist schon Wahnsinn, was einfach mal so Software optimieren so alles möglich ist. Ja, aber das sind ja jetzt, ich sag immer, obwohl wir das hier alles messen und so, dass hier. Das sind Zahlen und das sieht alles schön aus, aber im Endeffekt ist es nichts wert, wenn das Auto nicht geil fährt, weißt du? Also das Auto muss schon, ja ich sag mal, muss Spaß machen einfach, sonst da könnten hier 1000 PS stehen. Klar, 1000 PS super, aber wenn es am Ende scheiße fährt, dann ist scheiße. Ne? Also das, wie das Auto fährt, ist am Ende wichtig. Ne? Ja, und das werde ich gleich am Ende des Videos ausprobieren. Und da werde ich auch nochmal mein Fazit sagen, weil ich habe den ja gefahren, wie der Drehmoment ist. Die 630 Newton, die wir haben, 300 PS. Ich druck dir das aus. Und wir legen es dir direkt ins Auto, weil sonst vergisst du das immer. Ja. Zum Abschluss, So Tuning bietet das natürlich auch an. Klar, Softwareoptimierung. Das machen wir auch. Das und ist unser Kerngeschäft. So ist es. Und das Geilste, was ich hier geil finde, Leute. Hier wird gemessen, auch mehrmals. Ihr habt immer einen Vorher-Nachher-Effekt. Das heißt, Eingangsmessung, Ausgangsmessung nach der Messung. Das finde ich geil. Und wie er es gerade gemacht hat, habt ihr ja gesehen. Er hat die Software gemacht, hat gesagt, hier, Abgastemperatur war zu hoch. Was hat er gemacht? Er hat es nochmal eingestellt. Und dann war es super. Ne? Und das finde ich das Geile bei mit dir. Ehrlich, er hätte es auch so lassen können. Nein, er will es einfach optimal haben. Und deswegen liebe ich dich auch. So. Und jetzt bin ich mal gespannt. So, lass mal hier schnell. Ich bin auch gespannt, was du sagst. Ich gucke dein Video. Also. So, mit dir, jetzt auch noch eine Frage. Ganz, ganz wichtige Frage hier. Sagen wir, einer schaut das Video, hat auch Lust, sein Diesel zu optimieren. Meine Frage, kriegt unsere Community hier auch ein bisschen Prozente, wenn er sagt, ich habe das Video gesehen vom Kfz-Fuzzi? Also meine Kunden wissen ja in der Regel, Rabatt gibt es immer selten, aber ich, wir machen das. Habt ihr gehört? Ich weiß noch nicht, was wir da, aber wir machen auf jeden Fall. Okay. Wird sich auf jeden Fall, ich sag mal, so ein Essen ist auf jeden Fall drin, ja, so ein Fuffi oder so, das kann man machen, ja. Haben oder nicht haben. Mit dir. Jetzt nochmal. Riesen Dankeschön. Machen wir es ab, genau. Und wir machen ihn jetzt ab und dann fahre ich eine Runde und dann bin ich gespannt. Oh mein Gott, freue ich mich. Was mir sofort auffällt, ich fahre jetzt berghoch, man merkt die Power schon, als wäre es nichts, als wäre ich eine gerade Strecke fahren, dass das Getriebe einfach besser läuft. Dass das viel geschmeidiger ist oder ich weiß es nicht, ich kann euch das jetzt irgendwie nicht sagen, aber ich habe das Gefühl, weil ich hatte gerade den Fall gehabt hier 60, 70 auf der Landstraße und da habe ich einmal Kickdown gemacht und ich merke, dass er viel, viel schneller kommt. Ja, jetzt haben wir eine Landstraße, ich habe mal ein bisschen Abstand vorne und will einfach mal, ich sag mal, ja, hinter mir ist keiner, kann man ruhig abbremsen hier ein bisschen. Dass ich einfach mal beschleunige. Einfach Kickdown und dann wird ihr eh sehen. So, auch berghoch, Kickdown. Wow.
Wow, was ist das? Es ist Wahnsinn. Ey, bevor ich Kickdown gemacht habe, hat der schon beschleunigt nach vorne. Und dann nochmal. Ich fahre 60 berghoch, einfach so leicht Gaspedal drauf, unter 2000 Umdrehungen. Ey, der katapultiert dich sofort nach vorne. Mit dem eine längere Strecke zu fahren und wieder Verbrauch ist, das juckt mich ja. Also natürlich, wenn wir jetzt die ganze Zeit jetzt drücken, ne, dann könnt ihr nicht vom wenig Verbrauch ausgehen. Wie Kilometer, wie wir mit einer Tankfüllung kommen. Aber ich muss sagen, ne, Motor läuft super. Also genauso wie vorher. Also kein Unterschied. Nur du merkst einfach unter 2000 Umdrehungen, dass der Druck schon da ist. Ne, davor musstest du schon ein bisschen mehr gefühlt auf den Gas treten, damit er nach vorne marschiert. Ein Dosch. Hallöchen. Also Eingangsmessung war 240 PS. Ist ja auch ab Werk, ne? Genau. Fast 13 Jahre alt, 240 ist er gelaufen. 241 PS und 501 Newton gehabt. Also genau das, was man eigentlich auch vorgibt. Wir haben den jetzt ein bisschen modifiziert und mal schauen, was du sagst. Weil du weißt ja, die 500 Newton, ja, die merkst du, die feierst du ja auch bei dem, ne? Definitiv. Merkt man schon, dass der schon ein bisschen mehr Power hat. Okay. Mal gucken, ob du es jetzt merkst. So, Autobahn, oh mein einmal Gott. Kickdown. Und jetzt gucken wir mal. Oh mein Gott. Wahnsinn. Hammer. Einfach nur geil. Ist das denn? Oh mein Gott! Ey! Och, diesen Druck ja. Oh. Ja. Oh. Was ist das? Ist Hammer, okay, Alter. Wow. Das ist geil. Merkt man, ne? Total schön. Ja, soll es natürlich nicht. Also wir haben es jetzt nicht modifiziert, damit wir jetzt nur noch Kickdowns machen. Ist ne? Schlimm, wenn man es ein paar Mal hintereinander macht? Also ein paar Mal mache ich ja auch. Das ist ja kein Problem. Aber dann sollte man natürlich... Bleib doch nicht. Okay. Oh, das hatte ich vorher nicht. Ich hatte nur auf dem Bauch gehabt. Jetzt habe ich Druck in deinen Ohren. Richtig. So, jetzt fahr mal Piano, bitte. Ja, okay. Ne? Aber ich weiß, ich kann nichts versprechen. Und ich muss sagen, Mitya hat super Arbeit gemacht. Mitya super. Ja, ne? Definitiv. Ja. Mitya hat Ahnung. Ja, auf jeden Fall, das sowieso. Ich werde natürlich nicht jetzt immer so fahren. Das ist immer typisch. Aber ich. Chip-Tuning. Ja, dafür fährt sie den natürlich auch nicht oft. Aha. So, typisch Chip-Tuning. Wenn ihr dieses Feuer nachher habt, ne, dann fährt man natürlich ein bisschen dementsprechend. Will man das natürlich ein paar Mal spüren, aber später hat man wieder seinen Alltag, dann fährt man wieder ganz normal. Und dann bin ich mal gespannt, wie viel der verbraucht. Ganz, ganz wichtig. Bald tanken. Ja, Quatsch, das ist ein Viertel, hallo. Über 300 Kilometer. Und ja, wenn es euch gefallen hat, würde ich mich natürlich freuen, wenn ihr mal liked. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann, haut rein. Bleibt gesund. Ciao. Was ist? Wahnsinn. Geil, ne? Total. Ja, darf ich jetzt wieder fahren? Nein. Thank you.